herzlich willkommen beim Tai Chi Chuan und Qigong Journal hier auf YouTube. Mit diesem Medienformat bieten unsere Autoren zu ihren Artikeln in der Printausgabe des TQJ-Heftes ergänzende Informationen in bewegten Bildern. Wir wünschen inspirierende Ansichten. Ausbildungsstandards in Qigong und ihre Weiterentwicklung. Zu diesem Thema lud das Tai Chi Chuan und Qigong Journal erstmals zu einer Podiumsdiskussion am 1. März 2013 nach Hamburg ein. Auf dem Podium waren von links nach rechts Ruth Ahrens, Birgit Halberstadt, Dr. Peter Wolfrom, Annette Borkel, Sonja Blank und Dr. Johann Bölz, sowie die beiden Moderatoren Dietlin Zimmermann und Helmut Oberlack. In der kontrovers geführten Diskussion erhielt auch das fachkundige Publikum Gelegenheit zu Stellungnahmen. Wir zeigen hier einige Kernaussagen. Liebe Diskutanten hier auf dem Podium und liebes Publikum, freue mich, dass ihr und wir so zahlreich erschienen sind zu dem ersten TQJ-Gespräch. Ja, ich würde den Start unseres Gespräches gerne so ein bisschen unter die Überschrift zuhören und sammeln stellen. Das heißt, ich würde gerne möchte die Frage in die Runde geben an jeden Einzelnen mit dem Hintergrund, den jeder Einzelne mitbringt. Welche Qualitätsstandards sind aus eurer Sicht unverzichtbar, wenn es darum geht, zu sichern, dass ein Qigong-Angebot qualifiziert ist, dass der Kursleiter, der das Qigong-Angebot macht, qualifiziert ist? Das zweite höherwertige Siegel heißt Pluspunkt präventionsgeprüft und das ist ein Gütesiegel und hier kommt es dann in den Bereich der Krankenkassen, dass diese Angebote werden von den Krankenkassen nach § 20 gefördert und dieses Gütesiegel vergibt auch unser Verband. Wir legen Wert auf praxisnahen Unterricht. Und Theorie wird bei uns so viel vermittelt wie nötig. Im Bereich der Qigong-Ausbildung richten wir uns nach den allgemeinen Ausbildungsrichtlinien, die der DDQT da entwickelt hat. Welche Kriterien haben wir an unsere Ausbilder? Die Ausbilder von uns sollten mindestens Lehrerin sein, wenn nicht zertifizierte Ausbilderinnen. Und sie sollten gute Kenntnisse in den Fachgebieten haben, die sie unterrichten. Das bedeutet für uns aber nicht Studium, sondern das bedeutet, dass wir den persönlichen Eindruck und Nachweis haben, dass diese Ausbilderinnen die Fachkenntnisse haben. Und diesen Eindruck erhalten wir dadurch, dass wir im ständigen Gespräch mit diesen Ausbildern sind. Und bevor jemand eine Kursleiterausbildung überhaupt anfängt, gibt es natürlich auch erstmal ein Gespräch darüber, was erwartet wird und was sie erwarten können, was wir auch von den Personen erwarten, die in die Ausbildung gehen. Genau, ansonsten ist uns halt wichtig, diese Verbindung von Körperwahrnehmung, Übungserfahrung und Lernen, sodass wir zunehmend auch versuchen, also jetzt meinetwegen nur ganz kurz, wenn wir jetzt die Wandlungsphasen unterrichten, die auch in Verbindung zu unterrichten mit bestimmten Übungen und in dem Zusammenhang, also dass wir oft versuchen, anhand der Übungen die verschiedenen Bereiche auch abzudecken. Das geht natürlich nicht nur, aber wir versuchen teilweise eben auch zunehmend integrativ zu arbeiten. Es wurde versucht, im Vorfeld der Gründung eben herauszuarbeiten, welche Mindeststandards müssen eigentlich erfüllt sein, damit hinterher jemand als Kursleiter, das ist eine Stufe, Lehrer war die nächste Stufe, oder eben auch als Ausbilder Qigong oder Tai Chi unterrichten kann oder ausbilden kann. Und das war wichtig für die Gründung 2003, eben sich auf diese Standards zu einigen. Das hat man auch gemacht und die sind so zu verstehen, dass man sagt, unterhalb dieser Mindestanforderungen kann man sich eigentlich nicht oder kann man nicht garantieren oder ist es eigentlich nicht möglich, dass jemand qualitativ auch unterrichten und ausbilden kann. Das heißt natürlich niemals, dass wer diese Standards formal erfüllt, es auf jeden Fall kann. Was uns ein bisschen fehlt, ist wirklich zu gucken hinterher, was können die Leute auch dann. Es geht ja mal darum, zu garantieren, dass eine gewisse Qualität nachher rauskommt. Die kann man aber niemals an formalen Kriterien allein festmachen. Wir als Volkshochschulen sagen, wir setzen auf drei verschiedenen Ebenen Qualifikationen von möglichen Kursleitenden voraus, die sich bei uns bewerben und dann ins Angebot übernommen werden sollen.
Das soll einmal sein, dass sie ein Verständnis von Gesundheitsförderung haben. Wir sind ja eine Erwachsenenbildungseinrichtung. Also sie sollen ein Verständnis von Gesundheitsförderung haben und von dem, was das dann für Gesundheitsbildung bedeutet. Dann sollen sie ein Verständnis, eine Qualifikation von dem haben, was Erwachsenenbildung ist. Nicht jeder, der ein Themengebiet wunderbar beherrscht, ist in der Lage, das auch anderen zu vermitteln adäquat. In Kursen kommt noch dazu, dass es natürlich auch ganz wichtige Aspekte von Gruppendynamik, von ganz unterschiedlichen Erwartungen, von erfahrenen Teilnehmern zu absoluten Einsteigern und so weiter. Sie alle wissen das mindestens genauso gut wie ich, dass es eine große Heterogenität von Teilnehmergruppen gibt und dass eine große Herausforderung ist, an Kursleiter mit so etwas klarzukommen. Und der dritte Bereich, wo wir eine Qualifikation erwarten, ist die jeweilige fachliche Qualifikation. In allen Gremien kam das immer wieder, dass es notwendig ist, dass eine Ausbildungshandschrift zu erkennen ist, wenn wir also die Unterlagen bekommen. Und dass also diese Patchwork-Ausbildung, dass man also überall mal einen Kurs gemacht hat, dass das uns nicht ausreicht. Was tue ich, damit das, was ich herüberbringen kann, auch bei den Klienten, bei den Kursteilnehmern ankommt? Und um diese Prozesse geht es viel in den freien Gesundheitsberufen, dass wir also auch uns immer wieder darüber austauschen, wie kann ich das dann auch messen, wie kann ich meinen Unterricht, meine Intervention gestalten, in einer Beziehung zu dem Gegenüber. Der normative Raum ist bestimmt durch den bereits angesprochenen Paragraphen 20 SGB 5 und den daraus von den Krankenkassen verabschiedeten sogenannten Präventionshandlungsleitfaden. Wenn ich auf ein Kontaktstudium, ein universitär angebotenes Kontaktstudium schaue, dann muss ich auch hier mich in einem normativen Feld bewegen, der Sie möglicherweise überhaupt nicht interessiert. Deswegen sage ich nur zwei Stichworte, falls irgendjemand wirklich daran Interesse hat, vielleicht dann später oder in der Pause mehr. Das eine Stichwort ist die sogenannte Modularisierung von Ausbildungen. Das zweite Stichwort ist die sogenannte Bologna-konforme Gestaltung von Ausbildungen. Und der Trick, den Trick bezeichnet man als Analogieverfahren. Man guckt sich an, wie die Angebote in diesem Feld organisiert sind. Man schaut sich an, wie die Angebote im Bereich der Primärprävention, darüber sprechen wir ja, nicht sekundär oder tertiär, sondern wie die Angebote im Bereich der Primärprävention organisiert sind. Und da gibt es drei Parameter, möchte ich sagen, die angelegt werden. Das ist die Strukturqualität, die Prozessqualität und die Ergebnisqualität. Diese drei Parameter kann man anlegen auf die Maßnahmen im Bereich der Primärprävention, kann sie dahingehend untersuchen und wenn Sie Kriterien besprechen, die in diesen Feldern Struktur, Prozess und Ergebnis formuliert sind, dann kann man die Analogie ziehen, dass sie wirkungsvoll sind und dass sie mit zur allgemeinen Verbesserung des gesundheitlichen Befindens beigetragen haben. Und diese Überlegung Struktur, Prozess und Ergebnis war auch die Grundlage für die Formulierung von Standards, die und diese Standards haben uns ja hier zusammengeführt und bilden ja auch den heftigsten Diskussionskern. Und bei der Formulierung dieser Standards sind diese Überlegungen grundlegend gewesen. Wie kann eine Qigong-Qualifizierung der Struktur nach eine Qualität entwickeln? Wie kann eine Qigong-Qualifikation dem Prozess nach qualitativ hochwertig sein? Und wie ist letztlich dann aufgrund des Zusammenspiels dieser beiden das Ergebnis? Aber dieses Bestehen auf klassische staatlich anerkannte Ausbildungen würde bei uns jetzt in der Qigong-Gesellschaft und auch in anderen Bereichen sehr qualifizierte Ausbilder, Ausbilderinnen diskreditieren, nur weil sie nicht diesen offiziellen Anforderungen, also diesen offiziellen Labeln nicht entsprechen. Ich finde, es ist ein Dilemma,
in dem wir auch als VTF stecken, richten wir uns nach äußeren Richtlinien, die uns vorgegeben werden, an denen dann die Anerkennung von den Krankenkassen hängt oder an denen dann die Anerkennung von solchen Kriterien hängt, oder richten wir uns nach unserer eigenen Überzeugung und nach dem, was wir denken, was Qualität ist. Und ein bisschen möchte ich nochmal sagen, die Subjektive und Objektive, meiner Ansicht nach braucht man das Objektive. Und ich würde noch mal einen ganz anderen Aspekt mit reinbringen, der mir auch kommt, wenn ich sehe, wer hier zusammensitzt. In der Erwachsenenbildung ist es so, dass wir immer von einer Professionalisierungswelle in den 80er und 90er Jahren sprechen. Das hat viel mit sozialen Bewegungen, mit der Bedeutung von emanzipatorischen Bewegungen zu tun, wo so ein Anspruch auf lebenslanges Lernen überhaupt entstanden ist. Und nicht zufällig ist das ja ähnlich mit bestimmten Gesundheitsrichtungen, die auch in dieser Zeit angefangen haben, überhaupt zu wachsen. Diejenigen, die aus dieser Zeit kommen, sind aber alle so in dem Alter wie die meisten, die jetzt hier sitzen, nämlich zwischen 50 und 60, 65 sage ich jetzt vielleicht mal so. Es gibt jetzt aber einen Generationswechsel und im Moment passiert ganz viel, dass nämlich in den Institutionen, sowohl bei den Kassen, bei den Volkshochschulen, aber auch an vielen anderen Stellen, junge Leute nachwachsen, die diese gemeinsame Prägung nicht haben. Und darauf müssen sich Dachverbände auch einstellen. Und ich plädiere einfach für eine Kombination aus den beiden Kriterien. Natürlich können wir auch die äußeren weiterentwickeln, wenn die nicht ausreichen. Aber ich möchte gerne dazu nehmen, um die Qualität zu verbessern, auch innere, das Können, das jemand haben muss, das auch mit einzubeziehen. Und was heißt, das ist subjektiv? Das ist ein Austausch zwischen Menschen, die das bewerten können. Natürlich ist immer die Frage, wer ist da der Erste, Henne oder Ei? Klar, in China gibt es das seit zig Generationen, aber da war auch mal einer, der dann gesagt hat, ich weiß es jetzt und ich gebe das an meine Schüler weiter und ich kann beurteilen, ob das können oder nicht. Warum soll das im Westen nicht auch möglich sein? Nach meinem Dafürhalten sind wir in einem Punkt wirklich auseinander und das ist der Bereich, wo es darum geht, welche Qualifikationen, welche formalen Qualifikationen haben die Ausbilder. Da muss man nochmal drüber reden. Ich persönlich halte ohnehin diese Einzelfallprüfung, wie sie ja immer noch vorgenommen werden muss, für nicht hilfreich. Ich bin sehr viel mehr der Ansicht, die einzelnen Ausbildungsinstitutionen sollten als Institution im Sinne einer Institutionsakkreditierung überprüft werden und dann sollten sie die Ausbildung, die sie zur Akkreditierung eingereicht haben, solange sie geht, 3 Jahre, 2 Jahre, 4 Jahre, wie auch immer, diese Anerkennung erhalten und automatisch sollten alle Absolventinnen und Absolventen kein weiteres Verfahren mehr durchlaufen müssen, sondern ihre Anerkennung erhalten, weil das Ausbildungsinstitut anerkannt ist. Das ist die einfachste, wie ich auch finde, seriöste Art und Weise, weil man dann nämlich noch eine ganz andere Komponente mit in den Kontext bringen kann, neben dem, was ich auch für wichtig finde, nämlich die Qualität der Ausbilder. Die Qualität der Ausbildung im Sinne eines verlässlichen Rahmens. Wie ist die Vertragssicherheit, wie ist die Bonität des Unternehmens, wie ist die materielle Ausstattung der Ausbildungsinstitute, ist die Ausstattung der Sache angemessen und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die aber leider nicht in den Fokus der Anerkennungsprozedur übernommen worden ist. Musik.